Wir haben uns gerade überlegt, wie wir dieses Video anfangen wollen. Ja, weil die meisten haben ja diese einfache Vorstellung, dass glücklich sein heißt, dass es einem immer gut geht. Doch wenn es wirklich so einfach wäre, warum geben dann 2/3 der Menschen in Deutschland an, nicht glücklich zu sein? Während den letzten 10 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und hunderten begleiteten Menschen hat sich bei uns ein ganz simples Konzept herauskristallisiert, das ganz einfach erklären kann, was wir tun müssen, um zu echtem Glück zu finden. Und genau das Konzept, das wollen wir dir jetzt zeigen. Ja, Glück findet man nicht im Außen, sondern in sich. Hohe Erwartungen machen unglücklich und wir müssen auch mal die Kontrolle so ein bisschen loslassen und einfach in unseren Weg vertrauen. Ja, aber obwohl wir das alle verstanden haben im Kopf, suchen wir trotzdem das Glück im Außen. Unsere Beziehung läuft nicht, also brauchen wir eine neue. Wir fühlen uns sicher, aber nicht frei. Der Job erfüllt nicht und stresst, also kündigen und endlich reisen. Was wir haben, wollen wir nicht. Doch was wir wirklich brauchen, das wissen wir nicht. Weil eine Sache fehlt. Ein paar kleine Geschichten aus unserem Leben, wie wir das so erlebt haben. Also bei mir war es ganz klassisch in der Schulzeit. Ich wurde schon öfters geärgert, gehänselt. Und eigentlich habe ich mich so richtig ausgestoßen gefühlt, aber das wollte ich nicht. So, ich habe das alles von mir abprallen lassen. Ich habe so getan, als ob es mir überhaupt nichts ausmacht. Und bei mir war es so, dass ich super lange Beziehungen aufrechterhalten habe, von denen ich eigentlich wusste, dass sie mir nicht wirklich gut tun. Einfach aus Angst vor Konflikten, aus Angst vor Einsamkeit. Ja, und die Lösung war Überanpassung. Einfach alle Gefühle abstellen, alle Bedürfnisse, die damit zusammenhängen und dann gibt es ja auch keinen Konflikt. Und die dritte Geschichte, die ist jetzt erst vor ein paar Jahren eigentlich richtig passiert, als wir unser gemeinsames Unternehmen durchgezogen haben, so richtig hart gehasselt haben. Ja, wir dachten einfach so, noch ein bisschen aushalten, noch ein bisschen weiter durchziehen, dann wird es auch irgendwann besser. Dass sich der Stress, der uns fertig gemacht hat, irgendwann auszahlt. Es wird sich lohnen. Wir alle sind im Laufe unseres Lebens durch so eine Art Schule des Leidens gegangen und sind auf diesem Weg Meister darin geworden, Leid auszuhalten, anstatt es zu beenden. Aber Leid ist das Gegenteil vom Glücklichsein. Und um eben glücklich zu sein, braucht es nicht noch mehr Leidensfähigkeit, Widerstandskraft und innere Stärke, sondern weniger. Denn indem wir die Zähne immer weiter zusammenbeißen, vermeiden wir genau den Schmerz, der hinter unserem Leiden steckt. Nämlich Gefühle wie Einsamkeit, Wut, Trauer oder Scham. Und hier wird es jetzt wirklich simpel. Indem wir diese Gefühle wieder fühlen, erlösen wir uns von unserem Leid. Dr. Gabor Maté drückt es in seinem Buch Wenn der Körper Nein sagt, so aus. Es ist unser Versuch, unserem Schmerz zu entkommen, der ihn letztendlich vergrößert. Das heißt, fehlende Gefühlsbereitschaft ist es letztendlich, die uns im Leiden gefangen hält und uns vom echten Glücklichsein entfremdet. Wenn wir also das Gefühl haben, irgendwo drinnen festzustecken, dann stecken wir nicht in einer Situation fest, sondern in einer Emotion. Und indem wir diese Emotion identifizieren, fühlen und damit befreien, ebnen wir unseren Geist dafür, was wir als echtes Glück bezeichnen würden. Also aus dem Inneren, wirklich tief von innen und jetzt sich nicht von einem Glückshai zum nächsten zu hangeln. Tatsächlich wird unser Leben auch immer unspektakulärer und normaler, könnte man fast sagen. Nach Weltreise, Selbstständigkeit und ja, wirklich vielen Erfahrungen wissen wir jetzt einfach, wer wir sind, was wir wollen und was nicht. Und der Grund dafür ist halt, weil wir wirklich durch viele schwierige Emotionen, viele verschiedene schwierige Gespräche, Situationen, Auseinandersetzungen, einfach durch die schwierigen, schmerzhaften Aspekte des Lebens gemeinsam und jeder für uns durchgegangen sind. Das glückliche Leben ist für uns also keins voller glücklicher Gefühle, sondern eigentlich eins voller echter Gefühle. Ja, und die lauern in uns allen. Unter dieser Schicht des Leidens warten alle unsere Emotionen, endlich befreit zu werden. Und genau diese Fähigkeit, mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen, die eigenen Gefühle zu spüren und auch die eigenen Bedürfnisse, Lebendigkeit, Leichtigkeit wieder ins Leben einzuladen, diese Fähigkeit bringen wir seit 4 Jahren Menschen mit Unlock Yourself bei.
Wir sehen uns hier als Brücke zwischen Therapie und Coaching und wollen dir damit vor allem eins zeigen, nämlich, dass die Antwort auf fast alle unsere Probleme im Entdecken, Fühlen und Integrieren unserer verborgenen Gefühle liegt. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen simpel. Und es ist es auch. Leiden und Glück sind konträr. Wenn wir mehr Glück wollen, müssen wir uns unser Leiden anschauen. Und unser Leiden ist oftmals nur eine Maskierung von darunterliegenden Emotionen. Und es ist eine ganz simple Idee, sich diese Emotionen dann anzuschauen, sie zu fühlen, um so das Leiden zu reduzieren und unser Glück zu erhöhen. Aber doch hat diese simple Idee unser Leben extrem schöner und glücklicher gemacht. Aber es ist nicht einfach. Und genau deswegen möchten wir das jetzt Menschen zeigen, wie es denn geht, wie sie das für ihr Leben anwenden können. Weil was wir wirklich brauchen als Menschheit, ist glücklicher sein. Also zumindest habe ich schon vor ein paar Jahren, habe ich mich immer so gefragt, was ist mir am wichtigsten im Leben, habe ich so gemerkt, glücklich sein. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass wir möglichst viel Glück auf dieser, das klingt kitschig, aber dass wir möglichst viel Glück haben. Deswegen, das ist Unlock Yourself. Und über diese Idee, dieses Konzept, diese simple Idee hinterm Glücklichsein wollten wir heute mal mit dir sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.